Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich mal wieder eine Umfrage für euch nach längerer Zeit mal wieder. Und es ist eine Umfrage, die wir vor langer Zeit bereits schon mal hatten. Und zwar geht es um die beliebtesten Pferderassen. Ja, seitdem sind ja jetzt noch einige neue Rassen ins Spiel gekommen. Und wir sind letztens mit Streamer auf die Idee gekommen, ich glaube, als die Percherons rauskamen. Oder die Woche danach, jetzt mit Maya, weiß ich gerade gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall sind wir auf die Idee gekommen, dass wir wieder mal so eine Umfrage machen, weil es wäre schon interessant zu wissen, ja, von den neuen Rassen, ob sich da in der Gesamtwertung was getan hat, ob eine neue Rasse die Herrschung, die Vorherrschaft auf Platz 1 übernommen hat als beliebteste Rasse oder generell, wo sich die neuen Rassen so einsortieren, wie beliebt sie sind. Und ja, genau deshalb, werde ich euch hier unter dem Video wieder diese Umfrage verlinken, einmal in der Videobeschreibung, einmal in den Kommentaren. Also, ihr solltet es auf jeden Fall nicht verpassen. Und ja, stimmt gerne da für eure Lieblings- oder sortiert eure Rassen sozusagen nach den beliebtesten Rassen. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Und vielleicht werden diesmal sogar mehr Leute noch teilnehmen als beim letzten Mal. Und wir schauen uns natürlich auch nochmal die Ergebnisse vom letzten Mal an. Die zeige ich euch hier kurz. Und zwar haben wir da, auf Platz 1 mit ziemlich viel Abstand den Andalusier, das neue Modell natürlich. Und der hat aber echt mit viel Abstand hier gewonnen. Ihr seht, es 66,4% aller Stimmen. Oder generell 66,4%, nicht aller Stimmen, hat der Andalusier. 461 von 694 Leute mögen den Andalusier am meisten. Das ist schon krass, also hui. Gut, als nächstes haben wir auf Platz 2 Lusitano, der auch schon ein bisschen älter ist, aber auch mit dem Andalusier, ja, so ähnlich dem Andalusier ist. Und dann auf Platz 3 haben wir das Mavari. Und dann kommen so Rassen wie Quarter Horse, englisches Vollblut, Irish Cob und so weiter. Und am unbeliebtesten ist sowas wie dänisches Warmblut, Morab, Selfoncé, also so ganz alte Rassen sind ziemlich unbeliebt hier, wie wir sehen. Und ja, genau. Die alten Modelle generell. Und das Ganze habt ihr natürlich dann auch jetzt auch wieder mit den magischen Pferden, wo natürlich auch welche hinzukamen zwischendurch. Und beim letzten Mal haben bei den magischen Pferden das Fawnsee, also Platz 1 das Emperor, Platz 2 das Fawnsee und Platz 3 das Isla belegt, mit ziemlich viel Abstand auch zu den anderen. Und ja, diesmal sind noch ein paar mehr hinzugekommen. Ich glaube nur zwei neue, wenn ich mich nicht. Ah, nee. Vier neue sogar. Müssten es sein. Oder ja, doch, auch vier neue sind hinzugekommen. Also das Tampuf, dann Heidrun und jetzt dann natürlich von diesem Jahr die beiden Petra und Ernest. Genau, die werde ich euch hier nochmal dazu tun. Und da bin ich auch mal gespannt, ob sich da jetzt was ändert. Und ja, ich werde diese Liste, die ihr jetzt seht, erweitern. Und wie gesagt, ihr habt unten die Umfrage. Und dann können wir mal schauen, welche Rassen sind denn bisher neu dazugekommen. Also wir haben einmal hier, wo ich hier schon stehe, die Percherons, die neu hinzugekommen sind. Dann haben wir an der Goldspur Farm haben wir die Araber. Dann haben wir die Finn Horses, die Gotland Ponys und die Friesen natürlich. Was haben wir noch? Ich weiß gerade gar nicht. Es kommt bestimmt noch um. Ach stimmt, die Jorvikischen Urpferde. Das ist auch sehr interessant mit denen. Es sind auf jeden Fall einige Rassen hinzugekommen, die das Ganze nochmal sehr interessant machen. Bin echt mal gespannt, was dann am Ende bei rauskommt. Und ja, wie gesagt, stimmt jetzt unten ab. Ihr könnt einmal unten abstimmen bei der Umfrage. Ich freue mich auf die Ergebnisse und werde sie dann natürlich auch mit euch teilen. Ich denke mal, irgendwann nächste Woche, wenn genug Stimmen da sind. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Abstimmen, für eure Teilnahme und fürs Zuschauen bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.